Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wirtschaft TV. Ich bin heute zu Gast bei dem Bundestagsabgeordneten Dr. Schulze. Und Dr. Schulze ist Mitglied im Tourismusausschuss. Und das wäre auch schon die erste Frage, Herr Dr. Schulze. Sie sind Spezialist für den ländlichen Raum. Wie entwickelt sich denn in Ihrem Heimatbundesland aktuell der Tourismus? Ja, ich komme ja aus dem schönen Land Brandenburg und ein Teil des Spreewaldes gehört mit zu meinem Wahlkreis. Ich habe also den Wahlkreis 64 Cottbus-Spree-Neiße als Direktmandat 2013 gewonnen. Und wenn ich die Entwicklung in Burg, die ich eigentlich schon von Kindheit kenne, die Gemeinde Burg und die Entwicklung in den letzten 20, 25 Jahren betrachten kann, muss ich sagen, dass die sehr gut ist. Allerdings darf man nicht verkennen, dass nicht der gesamte ländliche Bereich eine derartig positive Entwicklung nimmt, wie die Gemeinde Burg. Aber mit dem jetzt entstehenden Lausitzer Seenland, wo ja die ehemaligen Tagebaue in der Lausitz umgewandelt werden, zum Teil auch für touristische Zwecke genutzt werden, denke ich, dass nicht nur der Spreewald eine gute Entwicklung nehmen wird, sondern auch andere Teile, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen. Was werden denn für Maßnahmen ergriffen, um eben Besucher nach Brandenburg einzuladen, anzulocken? Ja gut, nun kann ich nicht für das ganze Land Brandenburg sprechen, aber ich kann auf jeden Fall zu dem Thema in unserer Region sprechen. Ich war von 1990 bis 2002 Beigeordneter des Landrates und war als Baudezernent auch für die Infrastruktur verantwortlich. Und wir hatten damals das große Glück, 1995 40 Millionen D-Mark zu bekommen. Das haben wir kofinanziert und haben ein Radwegenetz im Spree-Neiße-Kreis aufgebaut, etwa von 400 Kilometer. Wir haben die länderübergreifenden Radwege, den Oder-Neiße-Radweg damals ausgebaut, den Spree-Radweg. Wir haben eine Ringtour durch den Landkreis ausgebaut, sodass wir für den ländlichen Bereich, was das Thema Infrastruktur betrifft, gute Voraussetzungen geschaffen haben. Und ich war dann anschließend 11 Jahre Bürgermeister in Spremberg und Spremberg liegt am Spreeradweg und dort konnte man, ich sag mal, von April bis Oktober jeden Tag Radwanderer sehen und die Hoteliers waren eigentlich sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also wir haben auf der Strecke schon einiges getan. Was sind denn Ihre persönlichen Ziele für die Zukunft auch, für die nähere Zukunft und wie möchten Sie die erreichen? Ja gut, es sind ja zweierlei Ziele. Ich bin ja jetzt in der ersten Legislatur hier im Deutschen Bundestag. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Mein Hauptausschuss ist der Umweltausschuss. Ich bin ja von der Ausbildung her auch Biologe und bin dort also gut eingenordet, mache den gesamten Natur- und Artenschutz, Meeresschutz. Das sind so meine Hauptthemen. An Tourismus bin ich zuständig für den ländlichen Bereich. Und ich würde mich freuen, wenn die Wählerinnen und Wähler mir im Jahr 2017 wieder das Mandat geben, dass ich die Arbeit hier in Berlin fortsetzen kann. Wie unterscheidet sich denn der ländliche Tourismus in Brandenburg zu anderen Bundesländern und welche Rolle spielt da vielleicht auch Berlin? Einmal sind wir ja nun nicht die Nordsee und nicht die Alpen im Süden des Landes Brandenburg. Wir haben mit den Muskau-Faltenbogen einen international anerkannten Geopark. Aber wir haben es natürlich wesentlich schwerer als die Destination an der Ostsee, an der Nordsee, in den Alpen oder in den Mittelgebirgen. Dadurch ist es schon schwieriger. Die Beziehung zu Berlin, zumindest die Beziehung im touristischen Bereich, sehe ich als sehr wichtig an. Sowohl, dass die Stadttouristen hier in Berlin ist ja die Destination in Deutschland, wo die meisten auch ausländische Touristen hinkommen. Bis in unsere Ecke ist es nicht weit, es sind 120 Kilometer. Wir haben gute Bahnverbindungen nach Cottbus, dass man auf der einen Seite das Potenzial, was in Berlin an Touristen ist, auch für den ländlichen Bereich nutzt, insbesondere der Spreewald natürlich. Und auf der anderen Seite sage ich, man muss nicht in dem doch recht teuren Ambiente irgendwo in Berlin wohnen. Man kann im Umland wohnen, also auch bei mir im Wahlkreis und fährt dann nach Berlin. Das sind keine Entfernungen. 1,5 Stunden ist man vor Ort und kann sich die schöne Hauptstadt anschauen. Sie sagen, und ich zitiere einmal, eine Verödung ländlicher Räume darf nicht hingenommen werden. Inwiefern ist denn die Politik gerade auf dem richtigen Weg? Ich glaube, da müssen wir noch einiges nachholen. Wir haben ja festzustellen in Deutschland, dass sich die Ballungsräume, ob das nun Berlin ist, die Rhein-Main-Schiene, München, die großen Städte Hamburg, ganz toll entwickeln, was auch aus demografischer Sicht bemerkenswert ist. Es zielen viele junge Leute dorthin
Und im ländlichen Bereich ist es eben nach wie vor durch Abwanderung gekennzeichnet. Gerade wo ich herkomme, sind da ganz erhebliche Tendenzen zu verzeichnen. Und diese Entwicklung muss in irgendeiner Form aufgehalten werden. Meiner Meinung nach ist der erste Schritt, den jetzt auch diese Bundesregierung sich vorgenommen hat, den Breitbandausbau voranzubringen. Es kann nicht sein, wenn ich mir im Internet eine Seite runterladen will, dass ich inzwischen durch eine Tasse Kaffee trinken kann. Also hier muss was passieren, hier passiert auch was. In dieser Woche werden die letzten Kommunen des Landkreises Spree-Neiße, wo ich herkomme, den Fördermittelbescheid im Infrastrukturministerium, also bei Herrn Dobrindt, abholen und den Breitbandausbau voranbringen. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt muss es sein, dass wir gute Verkehrsverbindungen in die Ballungszentren haben. Und wir können den öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Bereich nicht weiter ausdünnen. Das ist Zuständigkeit der Länder. Die Länder haben über den Bund in dieser Legislaturperiode viel Geld zugesagt bekommen. Und da erwarte ich ganz einfach, dass auch die Länder etwas drauflegen, weil sie auch ganz gute Steuereinnahmen haben. Und wir im ländlichen Bereich auch eine Mindeststruktur des öffentlichen Personennahverkehrs erhalten. Ansonsten ist das ein weiterer Negativfaktor, der dazu führt, dass junge Leute abwandern. Was möchten Sie den Zuschauern über den Tourismus in Ihrer Heimat noch mitgeben? Ja, ich kann den Zuschauern nur sagen, kommen Sie in den wunderschönen Spreewald. Lübbenau ist zwar der bekannteste Ort, aber die Gemeinde Brück, die in meinem Wahlkreis liegt, ist tausendmal schöner und da kann man sich viel besser erholen. Herr Dr. Schulze, vielen Dank für das Gespräch und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.